Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart 7 Online. Wieder mal aus dem Community-Raum mit den Leuten aus dem Stream. Ohne dich aber leider. Nun gut. Wir haben uns überlegt, also ich habe mir überlegt, mit der Hilfe des Chattes, dass wir über das Thema Schule so ein bisschen reden. Da auch mal vielleicht ein bisschen auf das Thema Fahrschule eingehen. Denn das war tatsächlich in meinem Leben auch ein sehr, sehr großes Thema. Man mag es sich kaum vorstellen. Aber tatsächlich, mein Bruder kann da auch ein Lied von singen. Wir haben da wie nennt man das in dem Fall? Ehrgeizigen Vater wäre ja nicht richtig, weil es ist ja eigentlich für ihn uninteressant, aber... Ja, aber er lag da schon viel Wert drauf, dass seine Kinder vernünftig und rechtzeitig zur Fahrschule gehen. Auch wenn sie keinen Bock hatten. Naja, aber das Thema Schule. Schule war für mich eigentlich immer... Ich muss sagen, Schule war für mich immer dann Thema, wenn Elternsprechtag war oder wenn es Zeugnisse gab. Dann war Schule ein Thema. Ansonsten war Schule eigentlich nie ein Thema, weil es mir ehrlich gesagt, es war mir ziemlich egal. Ich war auch nie so, dass ich gesagt hätte, oh scheiße, wir schreiben morgen eine Arbeit, Alter, wir schreiben eine Arbeit, ich bin voll nervös. Nee, das war mir so scheißegal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, schreibst halt die fucking Arbeit, kriegst eine 4, mir doch egal. Ja. Also, ich war damals wirklich noch nicht so weit, dass man sagen könnte, okay, der Junge hat begriffen, hier geht es um dein späteres Leben. Absolut nicht. Das war mir so richtig so, ach ja, ne, Hauptsache, Ferien sind bald, Wochenende, ich komme nach Hause, gleich kommt Pokémon. Geil. Leben läuft, Leben läuft. Heutzutage bereue ich das logischerweise. Also, ich würde euch das niemals empfehlen, so zu handeln. Absolut nicht. Das ist das Schlechteste, was ihr tun könnt, sondern gebt euch echt Mühe in der Schule. Ist richtig wichtig. Ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. So viel kann ich euch sagen. Naja. Und ansonsten, ja gut, Schule, das war halt... Es gibt ja echt nicht viel zu sagen. Die Schule war scheiße. Schon alleine durch mein Stottern war das halt richtig übel, voll oft. Der Lehrer hat mich zusammengebeugt, so nach dem Motto, willst du mich verarschen, als ich irgendwie eine Zahl nicht rausgekriegt habe oder so. Und ja. So war das, ne? War nicht immer schön. 6 Punkte, 3. Platz, Marvin hat gewonnen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur Leute, die vorher noch nicht dabei waren. Ganz gut. So, ich glaube, ich hatte gerade mit dem Stottern aufgehört. Also, ich erinnere mich da an eine Szene, ganz, ganz besonders. Das war auf jeden Fall in Mathe. Und da hieß es hier, lest mal hier das Ergebnis vor. Da musste ich irgendein Ergebnis vorlesen und ich konnte es halt nicht, ne? Es ging nicht. Da habe ich wirklich, ich habe das Wort nicht rausgekriegt. Und das hat man auch deutlich gemerkt, dass ich es halt echt nicht rausgekriegt habe. Und der hat mich richtig zur Sau gemacht. Oder... Man kennt das ja bestimmt in der Schule. So, wenn es heißt, so, jetzt liest hier jeder ein Stück vor, der nächste dies und der nächste das. Und dann kam bei mir halt auch wieder ein Wort dran, was ich nicht rausgekriegt habe. Aber die Lehrer haben mich halt immer wieder gezwungen vorzulesen. Das habe ich nie wirklich begriffen, warum man mich jetzt dazu zwingen muss, das vorzulesen. Ich meine, es ist ja schon offiziell bewiesen, dass ich lesen konnte, mehrfach. Warum muss ich mich da jedes Mal vor der Klasse... komplett blamieren und mit blamieren meine ich auch wirklich blamieren, weil das sind Kinder und die sind halt so, ne, die machen dich dann platt für sowas, die machen dich platt für sowas und deswegen, es wurde auch gerade gefragt, ey, Wolle, was in der Schule so der übelste Fame-Typ, voll witzig, als ob, ich war in der Schule, also ich war in der Gruppe der Loser, ne, ganz, ganz offensichtlich, also da stand so eine Telefonzelle in der Schule. Und da standen wir immer drumrum, so 4, 5 Leute und das waren halt die Loser. Das waren die absoluten Loser. Die hatten mit niemandem was zu tun. Die hatten nichts mit Partys zu tun und so. Wir wussten nicht einmal, dass es ein Abschlusszelten gibt. Wussten wir nicht. Wussten wir nicht. Am nächsten Tag, nach dem Abschlusszelten, waren halt alle voll müde und irgendwann so gesagt, oh, wir waren Abschlusszelten. Und ich dachte mir nur, hä? Was? Die waren alle Zelten? Warum? Naja. So war das, ne? Also dementsprechend war ich in der Schule nicht sonderlich beliebt. So, wir sind schon in Abschnitt 3 von 3. Das ist ja richtig cool. Können sogar den 5. Platz eventuell halten. Wow, bin ich gut. So, Platz 5. Geil, und Marvin gewinnt schon wieder. Der ist der übelste Skiller, habe ich das Gefühl. Was hatten wir noch in der Schule Schönes? Sportunterricht. Ja, Sportunterricht. Geiles Thema. Meistens bin ich nicht zum Sportunterricht hingegangen, tatsächlich. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Klamotten vergessen. Und hatte dann auch 2-3 Mal eine 5 auf dem Zeugnis in Sport, tatsächlich. Yay, 5 in Sport.
das kommt super an. Auf jeden Fall. Naja. Und wenn Sport war, dann hatten wir leider immer... Wir haben leider immer Fußball gespielt. Und ich mochte Fußball noch nie. Ich hatte Angst vor dem Ball. Ich hatte tatsächlich Angst vor dem Ball, ja. Ich bin so einer, der voll Schiss hat, dass er den Ball in die Fresse kriegt. Und ich will den Ball nicht in die Fresse kriegen. Ich will es einfach nicht. Die soll mich mit der Scheiße in Ruhe lassen. Und ja, immer wurde Fußball gespielt. Und ich war immer der Letzte, der ins Team gewählt wurde, logischerweise. Oder einer der Letzten. Mal der Letzte, mal der Vorletzte. Wenn man Vorletzter war, war man schon ziemlich cool. In dem Moment. Aber hey, das passt schon. Reden wir jetzt mal lieber über die Fahrschule. Und wie das war. Fahrschule habe ich in der Zeit gemacht, wo ich schon eine Ausbildung angefangen hatte. Also zu der Zeit war ich in meiner Ausbildung und meine Ausbildung, müsst ihr wissen, ging von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Von 9 Uhr bis 19 Uhr. Das ist ein Traumtag. In der Zeit hatte man irgendwie 2 Stunden Pause halt, ne? Du hattest eine halbe Stunde Frühstück, eine Stunde Mittag und eine halbe Stunde Kaffee. Da kannst du halt nicht für weggehen oder so, sondern du verbringst halt deine ganze Zeit, den ganzen Tag in diesem fucking Job. Nennen wir es einfach Job, weil ihr nicht erfahren werdet, was es ist. Und ja, dann gab es halt noch 2 Schultage. Im ersten Ausbildungsjahr hast du halt noch 2 Schultage. Und das waren dann die Tage, wo man nur von 8 bis 15 Uhr und dann so knapp 16 Uhr schon zu Hause war. 16 Uhr schon zu Hause, was ein Luxus. Und genau an diesen Tagen... Genau an diesen Tagen, wo ich um 16 Uhr zu Hause war, war auch Fahrschule. Bedeutete für mich dann, um 18 Uhr hättest du wieder losfahren müssen mit Fahrrad, 5 Kilometer zur Fahrschule. Und dann bis 20 Uhr in der Fahrschule gammeln. Geil. Das ist dein freier Tag sozusagen dann. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, bin ich relativ häufig nicht hingegangen, weil ich keinen Bock hatte. Und mein Vater ist sehr, der ist so schlimm bei solchen Geschichten. Du bist ein Führerfan, ich bring dich um. Es war irgendwann, waren wir an dem Punkt, wo er mich rausschmeißen wollte. Er wollte mich rausschmeißen, er wollte mich zu Hause rausschmeißen, wenn ich nicht jetzt endlich meinen fucking Führerschein mache. Ist das krank? Das ist ein bisschen krank, habe ich das Gefühl. Es war, oh Gott, der Typ, der war früher echt schlimm, heute geht er. Fahrschule war das Thema. Ja, irgendwann wollte er mich fast rausschmeißen, deswegen. Und ja, dann habe ich dann die Führerscheinprüfung irgendwann gemacht. Und für eine Führerscheinprüfung, ne, gerade die Theorie, also so einen Test schreiben, da muss man eigentlich für lernen. Da muss man eigentlich für lernen, hatte ich natürlich auch keine Zeit, keinen Bock zu. Und habe dafür nie gelernt. So bin ich durch meine erste theoretische Prüfung erstmal richtig geil durchgerasselt. Und die zweite, die ich dann bestanden habe, das war einfach nur durch Glück. Es war nur durch Glück. Ihr müsst wissen, es ist so aufgebaut, dass niemand, der nebeneinander sitzt, die gleiche Führerscheinprüfung hat. Also jeder kriegt eine andere. Und ich hatte einfach Schwein, muss man sagen. Jemand anderssprachiges saß neben mir und hat einfach den gleichen Zettel bekommen wie ich. Den gleichen Zettel wie ich. Und das konnte ich dann halt an den Bildern so erkennen und an den Antworten und so, wie die Fragen da so aufgebaut waren, konnte ich sehen, okay, Alter, das ist derselbe. Und bei allen Sachen, wo ich es einfach nicht wusste, habe ich dann einfach mal kurz rüber geschielt, ne, zack, hatte er die theoretische Prüfung bestanden. Wie geil war das denn? Wahrscheinlich hätte ich heute noch keinen Führerschein, wenn ich da nicht bescheißen konnte. Ey, Gott sei Dank, Mann. Da muss ich echt noch dankbar sein, dass es so gekommen ist. Dann hast du noch die Fahrprüfung. Die war auch nicht gut. Nee, die war nicht gut. Die erste Fahrprüfung, grandioser Reinfall. Eigentlich ist halt nichts Schlimmes passiert, aber hat nicht geklappt. Zweite Prüfung hatte ich Magen-Darm-Grippe, bin ich trotzdem hingegangen. Hat auch nicht geklappt. Aber in der dritten habe ich es dann geschafft, aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Mitleidsbonus. Aber mein Vater hat mir da auch gesagt, so, wenn du jetzt es nicht schaffst, dann bist du raus. Dann kannst du deine Koffer packen. Du gehst auf die Straße. Haust du rein, ja. Läuft bei dir. So, 6. Platz, wieder verkackt. So. Dann haben wir den vorletzten Platz. Diesmal war nicht der schlechteste und Marvin wurde noch überholt von Mario. Krass. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.